Ja, hallo liebe Naturfreunde und Pilzbegeisterten. Ich bin's wieder, euer Pauli, und ich mache jetzt mal ein kurzes Video, in dem ich eigentlich nur sagen wollte, dass ich im letzten Video was vergessen habe. Nämlich wollte ich mich riesig bei euch bedanken für inzwischen über 100 Abonnenten. Also das freut mich wirklich sehr, auch wenn meine Videos wirklich sehr amateurhaft sind und jetzt ohne sehr teures Equipment aufgenommen werden, ja. Aber es freut mich wirklich, dass ich so viele Abonnenten inzwischen habe und wie gesagt, ein herzliches, herzliches Dankeschön. Vielleicht wird der ein oder andere dadurch ja auch inspiriert. Nimmt selber mal sein Handy oder eine Kamera in die Hand und filmt vielleicht auch ein bisschen mal im Wald. Ich schaue mir die Videos ja dann auch gern an von anderen Leuten. Ja, und natürlich gibt es jetzt nur einen kleinen Pilzefilm. Ich bin jetzt allerdings nur in einem Stadtwäldchen unterwegs. Und da gucken wir mal, was wir finden. Also kommt sie einfach mal mit. Ja, und wenn der Boden so aussieht im Wald, also so richtig schön feucht vom nächtlichen Dauerregen, ja, dann kann man davon ausgehen, dass also nach ein bis drei Tagen, sage ich jetzt mal grob, das Pilzwachstum bei entsprechenden Temperaturen dann natürlich richtig losgeht. Da kann man sich dann wirklich drauf freuen. So, ja, vielleicht bin ich jetzt auch heute noch ein bisschen zu früh dran, weil wir hatten also letzte Nacht ziemlich starke Regenfälle mit Gewitter. Und ja, die werden jetzt dann wahrscheinlich alle bald mal so rausspitzeln. Hier habe ich jetzt mal den ersten Pilz gefunden. Und der erste Pilz des Tages, also so ein Cappuccino-braunes Häubchen. Ja, die Stielfarbe ist genau die gleiche. Auf der Unterseite hat er Lamellen. Na, kann man das erkennen? Jetzt. Und ja, der ist ungefähr ein bisschen größer als ein 2-Euro-Stück. Eigentlich so ein kleiner, unscheinbarer hellbrauner Pilz. Mal noch riechen dran. Also riechen tut er, ja, nicht ganz nach Pilz. Das ist irgendwie was anderes, so richtig ein bisschen süßlich eigentlich eher. So ins Süße gehenden. Süßlicher Pilzgeruch. Kann ich jetzt aber hier nicht sagen, was das für einer ist. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Nun, hier haben wir noch lauter leere Päckchen sozusagen von letztem Jahr. Alte Flaschenstäublinge, die hier verstreut im Wald liegen. Nun, jetzt habe ich hier im nassen Moos so einen, ja, hellbraunen, schmutzig weißen Pilz gefunden. Ja, mit so einem dunkelweißen Stiel. Nach unten wird er etwas bräunlich. Helle Lamellen. Ja, die Kappe in etwa ein bisschen größer als ein Daumennagel. In der Mitte eher so hellbraun und an der Seite schmutzig weiß mit einer leichten Riefelung. Also ich denke mal, es wird eine Helmlingsart sein. Mal riechen noch. Nee, also der hat keinen besonderen Geruch. Einfach pilzig. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, was es sein kann. Und da oben wächst noch ein Artgenosse. Hier aus so einem Fichtenbaumstamm raus. Ja, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ja, jetzt bin ich hier nochmal im Laubwald unterwegs. Und diese Pilze, die habe ich in meinem letzten Video Pilze suchen im Frühjahr schon vorgestellt. Diese gelb-beigelich-cappuccino-farbenen Pilze, und ja, dank unserem Pilzfreund Snokri bzw. dem Bernd tippe ich auch darauf, dass das also der Goldmistpilz ist. Und hier kommt also nochmal ein zweiter Schwung nach. Ja, die spitzen hier alle nur ganz frisch aus dem Waldboden raus. Ja, ein bisschen größer hier. Ja, da gibt es nochmal einen zweiten Schwung jetzt nach den doch eher starken Regengüssen, die wir jetzt noch hatten. So, Freunde, hier ganz gut versteckt habe ich jetzt noch was ganz Interessantes gefunden. Na, kann es jemand schon erkennen? Also wirklich sehr gut getarnt. Hier so eine Art Becherling, ein Becherling irgendwie wie ein Gallert-Becherling oder sowas. Ja, also ganz schokobraun, ja, wie so eine helle Alpenmilchschokolade. Und der wächst hier so, ja, einfach aus der Erde raus. Weiß nicht, ob drunter noch was ist, ein Stock oder so.
aber sieht nicht so aus hier im Laubwald. Ja, schaut ein bisschen aus wie so ein Ohr, wenn man es dreht. Ja, wirklich ganz interessant zu finden. Ja, auf diesem Baumstamm hier hat sich ein Schleim oder ein Pustelpilz angesiedelt. Ja, so ganz orange, rötlich. Schaut ganz schön aus. Hier habe ich jetzt auch noch was ganz Interessantes entdeckt. Also das ist mir so auch noch nie aufgefallen. Ich meine, ich mache jetzt auch erst seit letztem Jahr solche Pilzvideos, aber man achtet halt auch nicht drauf. Ja. Hier vorne so ganz komische graue Stäbchen, die hier aus dem Boden wachsen, mit so einem gelben Kopf. Also ich war schon erst am Zweifeln, ob das überhaupt Pilze sind. Aber was soll es sonst sein? Vielleicht irgend so eine Art Koralle oder... Also das würde mich wirklich, wirklich sehr interessieren, ja, was das sein könnte, wenn ihr mir da einen Tipp habt. Leute, also ich werde jetzt den Pilzspaziergang für heute beenden. Speisepilze haben wir heute leider keine gefunden. Aber naja, war ja bloß ein kurzer Blick und sollte ein kleines Dankesvideo an euch sein. Vielen Dank nochmal fürs Reinschauen und ich denke mal jetzt so ab Juni oder so, da werde ich dann auch mal größere Wanderungen und längere Filme mal wieder machen. Also, pfiat's euch, bis dann, ciao, gut Pilz, euer Pauli.